Willkommen zurück. Jetzt zum Thema Digitalisierung gleich Fortschritt. Was bedeutet das? Ist es denn immer ein Fortschritt oder hat es vielleicht auch eine Kehrseite der Medaille? Diese Fragen möchten wir heute nachgehen. Mit am Tisch diskutieren unter anderem der Thomas Holzer. Er ist Bereichsleiter der Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik, kurz AUSTA der Stadt Bern. Und nebst der öffentlichen Statistik beschäftigen die Fragen von Datenhaltung und Datenmanagement. Willkommen bei uns am rollenden Digitaltisch. Denn mir gegenüber ist Marina Bolzli. Sie ist Journalistin und Mitgründerin vom lokalen Online-Medium Hauptstadt. Sie sind sozusagen entstanden in der Corona-Pandemie, haben dann über ein Crowdfunding Furore gemacht und seit dem März sind wir am Publizieren. Spannende Geschichte, ich denke, dort werden wir noch mehr darüber erfahren. Merci vielmals, bist du mit dabei. Dann neben mir Isabelle Jacobi. Sie ist seit dem Sommer Chefredakteurin vom Bund. Und vorher hat sie live berichtet aus der, als US-Korrespondentin von Radio SRF aus Washington. Und viele dürften sie von uns auch kennen, von Echo der Zeit. Schön bist du auch bei uns. Und dann Roberto Capone. Du bist Leiter seit 2020 von der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung Stadt Bern. Kanton Bern, Achtung, das ist ein wichtiger Unterschied, gell? Wir haben es noch davon. Und du tust eben die gesamtkantonale Umsetzung koordinieren. Jetzt, du bringst nicht nur Erfahrungen von der Verwaltung mit, sondern auch aus der Gesundheitsbranche und von der Finanzindustrie. Schön, bist du auch mit dabei. Ich würde gerne bei dir starten. Ja, gerne. Was beinhaltet denn die digitale Strategie gesamtkantonal? Wir haben ja nicht so lange Zeit. Ich glaube, einfach auf den Punkt gebracht geht es um das, dass wir unsere Bestrebungen, Digitalisierung vorwärts zu treiben im Kanton, aufeinander koordinieren und synchronisieren. Also, dass gemeinsam an den richtigen Prioritäten geschafft wird, damit wir dann auch gemeinsame Lösungen anbieten können. Weißt du, bei euch, weißt du, schon gelungen, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen, durch das Thema Digitalisierung gleich Fortschritt? Was ist da gelungen bis jetzt? Also, ich denke, das prominenteste Beispiel für die Leute, die im Kanton Bern wohnen, ist TaxMe. Das ist etwas, was es schon lange gibt. Ich muss mich noch erinnern, das erste Mal, als ich konfrontiert wurde, war es noch eine CD oder eine DVD. Und das Ganze ist ja jetzt wirklich sehr digital. Und das zeigt, das hat jetzt eigentlich weniger mit unserer Strategie zu tun, sondern das ist etwas, was passiert. Und zwar schon lange, glaube ich, über alle Branchen, gewissen mehr, gewissen weniger. Was aber passiert, ist der Technologiefortschritt, das Bedürfnis, das immer grösser wird von allen. Es wird für uns normal, digital unterwegs sein. Und das muss man nicht so gut koordinieren und vorwärts treiben, dass wir in eine Richtung gehen und dass es dann auch zusammenkommt am Schluss. Jetzt, die Statistik beschäftigt sich ja schon lange mit Daten und Zahlen. Was ist deine Perspektive auf den Fortschritt? Thomas? Also uns beschäftigt im Moment auch eine Nebenerscheinung von der Digitalisierung, wenn wir von statistischen Daten reden. Statistische Daten haben den Anspruch, dass sie verlässlich sind, also dass politische Entscheidungsträger oder innerhalb von der Verwaltung sich auf die Zahlen verlassen können, dass man kann brauchen, dass sie stimmen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir eine riesige Flut von Daten auf uns suchen, die irgendwo existieren, die aus einer Cloud abgesogen werden oder die durch menschliche Transaktionen einfach da sind. Die werden zum Teil verarbeitet, weitergereicht und da werden auch Sachen produziert, die zumindest fragwürdig sind. Und dort, das ist die öffentliche Statistik, dort tempomässig zum Teil auch nicht mithalten kann, ist für uns eine grosse Herausforderung der Zukunft. Jetzt haben wir ja auch zwei Damen mit am Tisch, die sich schon lange sich in der Medienbranche auch aufhalten. Die Prozesse haben wir ja schon alle durchgemacht. Die Verwaltung vielleicht erst jetzt, wir wissen es nicht. Was sind eure Erfahrungen jetzt so über die gesamte Breite? Was hat sich denn verändert in der Medienbranche? Ja, sehr viel. Also der technologische Fortschritt, der ein Fortschritt ist, bringt grosse Herausforderungen gegenüber den traditionellen Medienhäusern, den traditionellen Medien. Es ist ein Strukturwandel. Das Publikum vor Zukunft
befindet sich auf digitalen Kanälen, während jetzt Print sehr in Betamedia sehr wichtig ist, oder Radio wie SRF, das sind ähnliche Bewegungen, das ist ein übergeordneter Strukturwandel. Und dass die Herausforderung dort zu navigieren, also das digitale Wachstum zu holen, um die Erosion, die es gibt bei den traditionellen Medien, aufzufangen. Das ist die grosse Herausforderung. Und dort auch ein Geschäftsmodell zu finden. In diesem Prozess sind wir. Wir sind nicht am Ende von diesem Prozess. Ich weiß nicht, wo wir sind. Vielleicht in der Hälfte. Oder, also es ist noch schwierig zu sagen, natürlich. Weil man sieht, ja, ich weiß ja nicht, was die gesamte Strecke ist. Ich denke, wir werden in Zukunft uns immer müssen beweglich halten, immer auf neue technologische Möglichkeiten eingehen bei diesem Prozess von Digitalisierung. Erosion, was bedeutet das konkret? Das heisst einfach, dass Print-Abos jährlich ein bisschen zurückgehen. Und zwar schon seit längerer Zeit. Oder das ist ob bei SRF, bei Radio oder Fernsehen so. Ich glaube, dort sind ihr ja dann auch so. Dort habt ihr eure Wurzeln nachher gefasst. Wie, kannst du etwas mehr darüber erzählen, Marina? Wie ist die Hauptstadt sozusagen heute da, wie sie ist? Also wir sind ja ein Online-Medium. In dem Sinn ist für uns Technologie Fortschritt, weil sonst würde es uns gar nicht geben. Es lässt sich gar nicht mehr finanzieren, wenn man so klein ist, ein Print-Magazin zu machen, oder vielleicht die Leserinnen und Leser dem nachtrauern. Für uns ist online ganz wichtig. Und die Entstehungsgeschichte hat natürlich auch mit dem ein Modell finden, das vielleicht auch finanzierbar ist, zu tun. Das sind die traditionellen Medien, die ganz viel mit sich schleifen. Und wir haben das Gefühl, wir sind neu. Wir bieten jetzt eine Möglichkeit von einem neuen Modell, nämlich werbefrei und nur über Leserinnen und Leser finanziert. Durch das aber auch entschlackt und nicht auf Klicks ausgerichtet. Und schau jetzt mal, ob das funktioniert. Wir sind ein Start-up, es geht uns seit einem halben Jahr. Und wir haben eine Abo-Erneuerung von unseren Crowdfunding-Leuten, die wir eben für Furore gesorgt haben. Und das müssen wir in einem halben Jahr schaffen. Und da können wir auch scheitern. Also wir sind im Moment an diesem Prozess, Modell zu finden und zu schauen, ist das jetzt eins. Ich hoffe es, aber wir wissen es im Moment noch nicht. Es ist übrigens eine tolle Herausforderung, oder? Muss man sagen, weil die digitale Welt bietet so viele Möglichkeiten und es ist enorm spannend, dort auszuloten, was man machen kann und es besser zu machen und neue Formate zu entwickeln und ein neues Publikum versuchen zu erreichen. Und bei dem Ganzen sind wir nicht auf Klicks aus, sondern auf Abos, oder? Die Klicks bringen nichts, wir brauchen Abonnenten. Und zwar Print, Dual und Digital. Geht's ja darum, wir reden ja dann immer so von dem Digitalisierungsgrad. Also erstens, was bedeutet denn das konkret für dich, Thomas? Was verstehst du unter einem Digitalisierungsgrad? Ja, das ist ein, ich finde, es ist ein schwieriges Wort. Das wird verschiedentlich probiert, das zu messen irgendwie. Also es hat das KPM, das Kompetenzzentrum für Public Management von der Uni Bern, hat dieses Jahr eine grosse Studie gestartet, wo sie über 800 Gemeinden befragt haben. Zu ganz unterschiedlichen Sachen, wie dass sie digital unterwegs sind. Sie haben so einen Index gebildet, wo man maximal 100 Punkte erreichen könnte, oder mindestens 0. Hier hat das Resultat nächstes Mal veröffentlicht. Sie sind noch nicht zugänglich, aber das Resultat ist meistens bei solchen Ratings, dass die grösseren Gemeinden mit mehr Einwohnerinnen und Einwohnern, die ein bisschen mehr IT-Budget, Digitalisierungsbudget haben, dass die dort ein bisschen weiter sind als die kleineren Gemeinden. Also es wird wahrscheinlich ungefähr dort sein. Aber für mich selber ist jetzt, ob eine Gemeinde jetzt in diesem Rating auf 80 oder 60 Punkte kommt, nicht das Zentrale. Zentraler finde ich, dass vor allem die Dienste, die sehr viele Leute in Anspruch nehmen, sei es Umzug, dass das nicht mehr einen Schaltergang notwendig macht. In der Stadt Bern haben wir pro Jahr über 10'000 Zuzüge, Wegzüge, auch über 10'000, innerstädtische Umzüge noch einmal so viel. Also das ist eine Bevölkerung, die sich da erneuert oder rotiert. Und wenn man für all die Leute, die dort nicht mehr Schalter wetten gehen, das kann sparen, dass man die Schaltergeschäfte, auch denen, wo man Zeit hat, wo eben vielleicht nach dem Feierabend tätig ist, das ein grosser Fortschritt. Gib mal den Ball nochmal an dich, Roberto. Was verstehst du unter einem Digitalisierungsgrad? Und würdest du sagen, wenn der ganze Kanton sehr digital ist, ist es einfach besser? Also ich glaube, Digitalisierungsgrad ist ein Versuch, etwas messbar zu machen. Und wir sind ja immer bestrebt daran, alles irgendwie mit einem Preis oder mit einem Prozentsatz oder irgendetwas zu versetzen. Also von dem her
verstehe ich es auf einem Weg, dass man das versucht zu definieren. Ich könnte jetzt nicht sagen, es ist besser oder schlechter. Ich habe das Gefühl, man kann ganz fest digital sein und das Falsche digitalisiert haben. Also das, was der Thomas hat gesagt, würde ich unterschreiben. Also ich denke ganz fest daran, dass die Nutzerzentrierung extrem wichtig ist in diesem ganzen Spiel. Also wir dürfen nicht vergessen, wir machen es nicht, weil jetzt digital einfach cool ist, sondern wir machen es, damit die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Nutzer am Schluss das bekommen, was sie brauchen. Und eigentlich müssten sie das mit uns zusammen auch definieren. Das ist der Weg, den wir bestreiten müssen. Also ich brauche diese Dienstleistung häufig, also würde ich sie auch gerne digital haben. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und deshalb denke ich, wir müssen nicht einen Digitalisierungsgrad anstreben, sondern die richtigen Themen gemeinsam umsetzen. Und so, dass sie dann auch interoperabel sind, weil ich bin jetzt Kanton, der Thomas ist Gemeinde, wir haben einen Bund. Ich glaube, wir müssen schauen, dass die Sachen auch miteinander zusammen funktionieren am Schluss. Jeder hat seinen Rhythmus, jeder hat seinen Weg, aber es muss am Schluss muss es zusammenpassen wie ein Puzzle. Jetzt sehe ich, dass wir eine Frage bekommen haben vom Livestream. Ich möchte da ganz gerne kurz darauf eingehen. Welche Daten werden denn in Zukunft als Entscheidungsgrundlage verwendet? Gerade in dem Dschungel, in dem Neuen, im Navigieren. Isabel, wie fokussiert ihr euch? Oder auf was schaut ihr konkret? Ja, Journalismus ist keine exakte Wissenschaft, oder? Also wir haben nicht ein Datenset und nachher würde ja eine Maschine bestimmen, was wir machen. Wir haben den Anspruch, qualitativ guten Journalismus zu machen, und das machen Menschen, die recherchieren und denken und Inhalte erzeugen, die das Publikum interessiert. Und natürlich haben wir in der digitalen Welt haben wir das erste Mal relativ präzise Angaben, was das Publikum interessiert. Und das nehmen wir herbei als Information. Was man denn mit dieser Information genau macht, ist dann eine andere Frage. Oder? Aber wir schauen jeden Tag darauf, was interessiert das Publikum auf digitalen Kanälen. Und dann gibt es aber journalistische Entscheidungen, was man macht. Es gibt ja Gewichtungen. Das ist eine sehr laute. Genau, jetzt müssen wir gleich kurz warten. Wahnsinnig laut. Das heisst, das tägliche journalistische Geschäft hat sich jetzt in dieser Beziehung von mir aus gesehen nicht enorm verändert. Es gibt natürlich die Möglichkeiten bei automatisierten Geschichten und so, dass das weitergetrieben wird. Ich möchte einfach noch sagen, der Unterschied zu früher ist, dass der Bund früher eine Zeitung war. Jetzt ist es eine Zeitung, eine App, eine Webseite und ein Newsletter. Und auf all diesen Kanälen wollen wir ein Publikum erreichen und wir wollen wachsen können. Und gleichzeitig ist uns das Stammpublikum beim Print sehr, sehr wichtig und das wollen wir behalten. Das ist das, was wir machen wollen. Jetzt für Journalisten, das ist ein kreativer Akt. Man möchte ja dort auch wichtige Geschichten erzählen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es das nicht immer nur lässig ist, wenn man dann basierend auf Daten Entscheidungen treffen. Vielleicht an euch beide gerichtet. Was ist denn die Kehrseite von dem Ganzen aus der Sicht Journalist, Journalistin? Also wir tun die Daten gar nicht. Also wir wissen, dass man sehr viele Daten haben kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dem Publikum ist das nicht so sehr bewusst, unseren Leserinnen und Lesern. Und unser Credo ist auch ein bisschen, dass wir eigentlich die Nachlässigkeit von ihnen auch nicht zu gross ausnutzen. Das heisst, wir sind dort ein bisschen eigentlich wie außerzeitmässig unterwegs. Entweder wie früher oder vielleicht auch wie in Zukunft. Wir tun nämlich nicht all die Daten total auswerten und dann nur das machen, was jetzt die auf die Seite gehen, wetten oder wir das Gefühl hätten, sie wetten, sondern wir tun extra eigentlich das nicht alles auswerten. Wir wissen natürlich die Öffnungsrate oder so, wir wissen, wie viel Hits ein Artikel hat, aber wir gehen davon aus, dass es auch wichtige Artikel gibt, wo jetzt nicht jeder drauf geht, aber das, es ist wichtig, weil es ein politischer Entscheid ist und dass es auch ganz, ganz wichtig ist für die Leute zu merken, was ist eigentlich relevant, um für ein Medium zu vertrauen. Darum, wir haben die Kehrseite gar nicht richtig, weil wir zwar auf User, also wir gehen auf User Experience, wir müssen es so machen, dass sie ein möglichst gutes Erlebnis haben bei uns, aber wir richten unsere Geschichten nicht nach den Daten richten. Und das ist, glaube ich, noch recht wichtig. Und man nimmt Wunder, wie das beim Bund und bei BZ ist. Also wir machen das auch nicht, oder? Wir wollen ja nicht einfach, wie ich schon gesagt habe, wir wollen nicht Klicks, wir wollen Abonnenten und Abonnentinnen. Und dann müssen wir müssen jeden Tag, wir bieten eine Grundversorgung, eine journalistische Grundversorgung im Kanton Bern, in der Stadt Bern. Und wir wollen Abonnenten und Abonnentinnen holen und ansprechen mit sorgfältig, super recherchierten Inhalten über das, was wichtig ist, was hier passiert.
Das erreichen wir nicht, indem wir Klicks nachher rennen, sondern indem wir solide Arbeit verrichten. Und das Wichtige ist aber, dass wir mit diesen Inhalten auf Kanäle gehen, die die Leute erreichen. Oder? Und in der digitalen Welt gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich bin im Moment dran, zusammen mit dem Team zu überlegen, wie man den Newsletter, den Edito-Newsletter vom Bund, ein bisschen umgestalten, für dass es einfach noch mehr eine neue Leserschaft kann erreichen kann. Jetzt in der Medienbranche ist ja ein Stück weit auch, ja, kann ich mich einfach informieren oder ich kann verweilen, wenn ich Lust habe oder nicht. Aber im Kontakt mit der Verwaltung habe ich ja auch gewisse, also dort muss ich ja sozusagen auch, also dort bin ich ja verpflichtet, die Interaktion auch zu suchen. Jetzt, Roberto, ich habe eine Frage von da, die an dich gerichtet ist. Und zwar, was sind denn die richtigen Themen? Und welche Bereiche müssen denn zuerst angesprochen werden? Ich glaube, es geht wieder um Fokus. Ja, ich glaube, die richtigen Themen, es ist noch schwierig, es sind nicht nur zwei, drei, es sind ja viele. Also wir bieten ja, alles, was wir machen, ist ja im Dienst von der Bevölkerung und von der Wirtschaft. Also grundsätzlich machen wir nichts, was nicht irgendjemand braucht. Das können Sachen sein, die häufig genutzt werden, Sachen, die weniger häufig genutzt werden. Ich weiss nicht, ob es wichtiger oder weniger wichtig ist. Ich würde jetzt mal behaupten, sicher nicht. Sondern wir müssen die Dienstleistungen und die Dienstleistungen anbieten. Jetzt geht es um das. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich denke, wir müssen schauen, wo haben wir ganz viel Publikumsverkehr, um herauszufinden, wo macht es eben Sinn, wo wir Frequenzen haben, die wir digitalisieren können, damit sie eben nicht an Schalter müssen kommen für gewisse Sachen. Vielleicht aber, damit wir eben vielleicht auch Zeit haben, für wenn sie an Schalter kommen, die Themen auch besser und ausführlicher zu besprechen. Ich glaube, es geht ein bisschen um das. Deshalb ist es gibt nicht einen Fokus, sondern wir müssen wirklich schauen, gezielt, woher, welche Themen. Wir bieten so viele Dienstleistungen an, dass wir überall müssen vor allem auf die Frequenz gehen. Weil die Dienstleistungen, die wir auch heute haben, die werden genutzt, die sind beliebt. Also die Verwaltung hat eigentlich einen relativ hohen Grad an Zufriedenheit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Gleiche schaffen mit digitaler Unterstützung. Daten werden transparent gesammelt, vielleicht nicht überall. Jetzt meine Frage, die ich auch wieder bekommen habe, die an Sie gerichtet ist, Marina. Wie wäre es denn möglich, auch transparent zu kommunizieren, welche Daten ihr braucht und auch verarbeitet, um auch Sicherheit zu gewinnen? Aha, interessant, das passiert und vielleicht auch etwas daraus herauszulesen. Das sind genau die Themen, die uns im Moment beschäftigen. Inwiefern, also wollen wir überhaupt jemals die Daten anfangen auswerten? Wir haben sie nicht eigentlich ausgewertet bis jetzt. Und wollen wir das kommunizieren, dass wir es eben nicht machen? Also ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, die wir jetzt aber noch nicht abschließend geklärt haben, aber wo ich das Gefühl habe, wo auch, man sucht ja neue Leserinnen und Leser und ich habe das Gefühl, es gibt ein gewisses Segment, das sehr vorsichtig ist mit den eigenen Daten. Und dort könnte ja vielleicht, und das ist ja auch interessant für uns als Hauptstadt, die ja auch wachsen will, eine Marktlücke sein. Aber ich kann jetzt die noch nicht so konkret beantworten, weil das sind wirklich Fragen, die wir sehr stellen. Und die Person darf sich auch gerne melden, wenn sie Tipps hat bei uns. Gerade in einer Startphase muss man sich ja wahrscheinlich auch auf so viele Themen gleichzeitig konzentrieren. Ist immer die Frage, wo legt man den Fokus? Jetzt vielleicht auch noch einmal aus deiner Perspektive. Isabel, was denkst du dort dazu, wenn es darum geht, wie viele Daten müsst ihr zeigen oder könnt ihr zur Verfügung stellen, was alles bei euch intern verarbeitet wird und was nicht? Da bin ich ein bisschen überfragt. Du weißt, ich bin ja seit zwei Monaten bei Tamedia. Und ich weiß es nicht. Ich weiß, was wir anschauen, sind Views. Und in den letzten 10 Minuten Views oder gesamthaft Views. Und dann schauen wir, wie lange die Leute verweilen auf einem Artikel. Und das ist für uns die maßgebliche, das ist das, was wir anschauen. Wir haben keine Informationen über wo die Leserinnen und Leser zum Beispiel sind. Das wissen wir nicht. Möchten wir manchmal gerne wissen, um zum Beispiel geografisch können zu sagen, dort sollten wir noch ein bisschen mehr machen, aber wir wissen es nicht. Mhm. Also das, so viel weiss ich. So gut. Jetzt, ich gehe immer mal wieder ein bisschen darauf ein. Wir sind ja am Digitaltag, darum tue ich das immer wieder mit einbeziehen. Auch die Leute, die uns zulassen. Und zwar ist noch mal eine Nachfrage gekommen für dich, Roberto. Gibt es konkrete Beispiele dazu, wo wir vorher darüber geredet haben? Was sind die richtigen Themen und welche
Bereiche müssen zuerst angesprochen werden? Also ich kann einfach sagen, was wir jetzt schaffen. Also ganz klar, ein wichtiger Punkt, das ist apropos noch angehängt, die Frage von vorher von dir, ist das Thema, wir haben jetzt das Gesetz, das Digitale Verwaltungsgesetz ist ja verabschiedet worden im März, wir sind an der Verordnung, also das ist eine wichtige Grundlage, dass wir überhaupt dürfen digitalisieren dürfen, richtig, dass wir Daten once only dürfen nutzen, dass wir digital first und alle die Passwörter, die es gibt, dürfen umsetzen. Das ist ganz eine wichtige Sache. Das heisst, wir müssen Grundlagen schaffen, an ganz vielen Orten. Wir haben Gesetze, die wir müssen anpassen. Das ist ein Wichtiges. Es gibt aber noch andere Spezialgesetze, die wir müssen folgen. Wir haben Grundlagenthemen, zum Beispiel Datenmanagement. Das haben wir vorhin gehabt. Daten sind sehr, sehr wichtig. Und wir müssen die Daten schützen. Wir müssen die Daten richtig zur Verfügung stellen können, aber auch im richtigen Moment können löschen und um die richtig zu nutzen, müssen wir die Daten auch kennen und aktiv managen. Da sind wir auch dran, ein Thema. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir dann auch mit gutem Gewissen digitalisieren können. Wir müssen Sicherheit schaffen, respektive mit dem Vertrauen schaffen, und das machen wir mit dem. Und das dritte Thema, das ich erwähnen möchte, ist zum Beispiel das Portal, wo wir sagen, wir müssen unsere Dienstleistungen, die wir anbieten, auch einfach zugänglich machen für alle. Also wir müssen so finden können und nicht irgendwo versteckt irgendwo haben, dann nützt uns die ganze Digitalisierung nichts. Oder? Der Prozess muss gut sein. Und wegen dem möchte ich auch sagen, wir reden hier viel von Technologien und Daten. Digitalisierung ist ganz viel eine Transformation. Mensch ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine Veränderung. Wir müssen nicht nur die Prozesse, die wir heute kennen, digitalisieren, sondern wir müssen sie richtig digitalisieren, mit dem neuen Mindset, end-to-end, mit einer anderen Sicht. Sonst haben wir einen Papierprozess digitalisiert und nutzen Technologien nicht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Leute mitnehmen und begleiten. Und zwar alle. Es würde mich wundern, wenn wir eben so ein bisschen gegen Führer schauen. Isabel, ich weiss, du bist erst seit 2 Monaten in deiner Funktion, aber was ist deine Vision, die du mit reintragst in deiner neuen Rolle? Ich möchte die Inhalte, die Geschichten, die wir schreiben, stärker noch für die digitalen Kanäle reicher brauchbar machen, sozusagen. Und ich möchte gerne, wie gesagt, den Newsletter neu aufsetzen. Das ist jetzt das nächste Ziel von uns. Und weiter raus schaue ich jetzt noch gerade nicht. Was beschäftigt euch in der Zukunft, nebst dem Überleben und Crowdfunding-Initiativen genau. Gut abzugeben? Das Thema hier ist eben Digitalisierung. Und wir haben, bevor wir uns gegründet haben, uns sozusagen ein Boot gesetzt. Und eins war, wir achten das digitale Wohlbefinden von unseren Leserinnen und Lesern. Und ich möchte das wirklich versuchen umzusetzen, noch mehr. Weil ich jetzt das Gefühl, wir machen das mit unserem Newsletter im Hauptstadtbrief, der sehr gut gelesen wird und der 3-mal in der Woche kommt und eigentlich dann die wichtigsten Sachen von Bern zusammenfasst, weil wir das Gefühl haben, eine Art weniger ist mehr. Also die Leute sehnen sich eigentlich nach dem Gefühl, wieder nicht mehr immer müssen online sein und gleich nichts verpassen. Und dort habe ich das Gefühl, das wäre so ein bisschen meine Vision, dass wir das wirklich so umsetzen können, dass es den Leserinnen und Lesern auch hilft und wirklich das digitale Wohlbefinden besser oder grösser wird. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, wenn ich mal von den sozialen Medien weg bin, seither geht es mir mega gut. Und gleich sind alle drauf. Das ist ja so der Widerspruch, den wir alle glauben haben in diesem heutigen Leben. Wie können wir denn digitales Wohlbefinden auch in der Verwaltung fördern? Ich rede jetzt wieder einfach für den Statistikmoment, da ist mir gerade durch den Kopf gerollt. Für uns ist die Challenge in der Zukunft einfach wirklich in dieser Datenflut. Die öffentliche Statistik hat einen gewissen Stempel. Also das Vertrauen eigentlich, die Leute, also in dem Ort Medien, wenn etwas aus der öffentlichen Statistik kommt, vom Bundesamt für Statistik oder vom kantonalen oder städtischen Amt, geht man mal davon aus, aha, das kann ich verwenden, das muss ich nicht noch fragen und so weiter. An dem müssen wir schaffen, dass das so bleibt. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach auch die Geschwindigkeit probieren zu erhöhen. Also, dass die Daten, die man früher, volkszählig haben wir früher alle 10 Jahre erhoben, dann ist man in jährlichen Rhythmus übergegangen. Grosse Verkehrserhebung schweizweit macht man alle 5 Jahre. Verkehr, wie tut sich das entwickeln heute? Nach 2-3 Jahren sind die Daten hoffentlich alles veraltet. Also, da sind wir dran, den Herbst läuft der Pilot, dass man das ja neu jährlich machen kann.
Also das wird eine grosse Herausforderung sein, dass man einerseits dass die Qualität nicht darunter leidet unter diesen Daten, dass das Vertrauen aufrecht erhalten bleibt und dass wir an dieser Geschwindigkeit arbeiten können. Oder? Sonst, wenn die öffentliche Statistik immer Daten hat, die ein Jahr alt sind oder noch älter, dann gehen die Nutzerinnen und Nutzer zu dem, was aktueller ist, früher verfügbar ist, wo eben vielleicht Qualität nicht über alle Zeit vorhanden ist. Und aus deiner Sicht, Roberto? Also ich glaube, eben, das Vertrauen ist, denke ich, eines der wichtigsten Sachen. Also, dass sie uns vertrauen können, dass wir die Daten richtig managen, dass sie uns vertrauen können, dass, wenn sie sich bei uns einloggen, dass es so sicher ist und nicht für andere Zwecke genutzt wird. Und dann effektiv nach nutzerzentriert, nach Bedürfnissen eigentlich vorwärts treiben. Dass sie wirklich sehen, da geht etwas. Geschwindigkeit bin ich voll bei dir, aber auch dort müssen wir, es gibt gewisse Sachen, die brauchen länger und da muss man auch mehr Zeit geben. Es gibt andere Sachen, da braucht es nicht so viel und da müssen wir auch schneller können sein. Das ist definitiv so, also das differenzierte Vorgehen und eben nicht vergessen, unsere Mitarbeiter jetzt, wenn ich nach innen schaue, auch mitnehmen, innen zeigen, was das bedeutet, dass es vielleicht auch neue Denkweisen gibt, dass es neue Möglichkeiten gibt, dass man keine Angst muss haben, sondern sich eigentlich kann freuen auf die Reise, wo wir unterwegs sind und es einfach mitnehmen. Alle. Und zwar auch wieder unsere Mitarbeiter, aber auch die Bevölkerung und die Wirtschaft, damit alle mitkommen am Schluss. Und nicht alle sind gleich digital und gleich froh über digital. Also. Wenn wir jetzt könnten sagen, gut, in der Erfahrung gesammelt in der Medienbranche, was würdet ihr denn der Verwaltung mitgeben, ihr beiden? Vielleicht aus deiner Erfahrung, Marina? Also ich habe vorhin eher gedacht, dass ich etwas von ihm mitnehmen würde. Auch vorhin, gut. Ja, er hat vorhin so ganz schön gesagt, ja, wir schauen, was ist nützlich für die Leute und wo wollen sie es überhaupt digitalisiert haben. Und das eigentlich in Zusammenarbeit auch ein bisschen mit der Bevölkerung das entwickeln. Und ich habe das Gefühl, das sollte eigentlich für die Medien auch gelten. Also ich glaube, das wäre im Bund und der Hauptstadt ihr Ziel, Sachen machen, die nützlich sind für die Leute und wo man halt bei uns und bei ihnen auch ein Geschäftsmodell schlussendlich daraus entwickeln kann. Vielleicht noch ein anderes Votum? Also ich stimme mit dir überein, Marina. Ich würde sagen, man darf nie vergessen, dass es zwar eine Herausforderung ist, aber auch Spass macht. Also, dass man die digitale Zukunft mit Lust irgendwie angeht. Und natürlich, es gibt ganz dunkle Seiten, oder? Was kann Propaganda, Desinformation etc., was der Fortschritt hat mit sich gebracht. Aber wir, die hier in den Medien arbeiten oder in der Verwaltung, sollten etwas bieten, wo dann schlussendlich hilft, aber sogar vielleicht kann eine Verwaltung näher bringen an die Leute. Oder? Und ja, das, ich sehe dort das Potenzial von einer wirklich guten Entwicklung. Jetzt stelle ich natürlich die Frage auch umgekehrt. Thomas, was hast du das Gefühl, würdest du vielleicht mitnehmen oder den Medien mitgeben? Ja, das ist noch eine schwierige Frage. Also, ich bin wirklich täglicher Medienkonsument, treu Abonnent vom Bund seit über 30 Jahren, darf ich hier auch sagen. Ich finde, die Medien erfüllen eine ganz wichtige Funktion und ich bin jetzt es hat mich sehr gefreut, was du, Isabel, gesagt hast, dass man die Print, den Printsektor aufrechterhalten und stärken. Das ist mir nicht so bewusst gewesen. Ja, ein bisschen angenommen, dass die Medien immer mehr nur richtig digital abdriften. Mir ist das ein Anliegen, auch bei der Verwaltung, dass die Digitalisierung Nutzen stiften für die Bevölkerung. Und dass man aber auch die Leute, wir sind heute hier an den Digitaltag, und haben das Gefühl, alle sind digital unterwegs. Es dreht sich alles um digital und so weiter. Aber ein relativ grosser Teil von der Bevölkerung ist noch nicht überall wirklich ganz so unterwegs. Und dass man die mitnimmt, oder? Dass die nicht irgendwo abgehängt werden. Das ist mir ein grosses Anliegen, dass die Verwaltung dort quasi ihre Aufgaben macht. Also das Digitale möglichst einfach gestalten. Du hast gesagt, Portal, dass man es
dass es gut sichtbar ist und einfach, sonst bringt es nicht viel, aber auch, dass die, die den Schritt nicht mehr machen, weil sie es nicht wollen oder nicht können, dass man die auch abholt, dass jetzt die Verwaltung nicht von heute auf morgen oder von heute auf nächstes Jahr jeden Schalter zutut und es nur noch über das Internet geht, sondern dass man die anderen Kanäle eben ähnlich, wenn man die Medien den Print aufrechterhalten will, dass man das auch gleich noch aufrechterhalten. Merci vielmals. Roberto? Also ich finde das ein wichtiger Punkt, dass ich glaube wirklich, in dem ganzen Digitalisieren dürfen wir nicht vergessen, dass wir am Schluss, ich habe es schon gesagt, dass wir es nicht für uns machen, sondern für die Leute. Und das heisst aber auch, dass wir ihnen die Chance geben müssen, mitzukommen, mit ihnen zusammen ausgestalten, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite dann auch irgendwann, wenn der Digitalisierungsgrad halt steigt, vielleicht auch neue Wege zu suchen, wie man die Leute mitnimmt. Also ich denke, meine Mutter oder anderen Leuten, die nicht unbedingt einfachen Zugang haben zu der Digitalisierung. Und vor 20 Jahren hatte ich nie das Gefühl gehabt, dass sie eine Kreditkarte braucht, macht sie aber jetzt. Aber es hat Zeit gebraucht, wir haben sie begleitet, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das müssen wir einfach machen mit den Leuten, neue Wege gehen. Vielleicht braucht es Leute, die sie begleiten, vielleicht müssen sie an eine Stelle gehen, die sie unterstützt. Vielleicht kann der Postel oder der Türen plötzlich unsere Dienstleistungen unterstützen, dass sie nicht einen Schalter müssen, aber trotzdem jemand ihnen hilft, wie sie es machen sollen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen es einfach neu denken. Und das ist die Transformation neu denken, nicht nur in Technologie, sondern eben auch in Methoden, Technik und Begleitung. Ich glaube, das ist extrem wichtig nach vorne. Ich glaube, mit dem kommen wir auch gleich zu einem Abschluss auf dem interdisziplinären Panel. Merci vielmals, sind ihr zu Gast gewesen, Roberto, Isabel, Thomas und Marina. Ja, wir haben es gehört, Digitalisierung ist ja nicht nur immer ein Fortschritt, es bedeutet immer wieder ein Navigieren zwischen verschiedenen Kanälen und gleichzeitig möglichst nahe am Mensch sein. Das habe ich heute ein paar Mal gehört. Ich bin gespannt, gehen noch eine Station weiter, und zwar auf den Bundesplatz. Ich freue mich, um dort dann auch in der Abschlussdiskussion teilzunehmen. Und ich wünsche euch viel Vergnügen bei den weiteren Paneldiskussionen.